Das Garros, das noch ein Garros. Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen sämtliche Bioverstärker ablegen. Was? Warum? Leider kann Biotik als Waffe eingesetzt werden, Sir. Die Regeln verlangen, dass ich alle Verstärker konfisziere. Würden Sie mir Ihre jetzt bitte aushändigen? Ich hab keine. Ich bin kein Biotiker. Oh, als Sie Einspruch erhoben haben, dachte ich... Alle Menschen sind Rassisten. Wahre Worte. Und irgendwie hast du dich selbst damit als Rassist geoutet, wenn du das sagst. Sittet er mit Garros reden? Okay. Galaktische Nachrichten. Da haben wir so einen Keeper, den ich meinte. Gut. Schauen wir nochmal, was hier mit Garros gemeint war. Ich hatte gedacht, es wäre vielleicht nett, zurückzukehren und zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber es ist genau wie früher. Schmutzige Straßen, skrupellose Aasgeier, Gefängnisse mit Drehtüren. Hier für Sicherheit zu sorgen, ist ein Scheißjob. Genau deshalb bin ich auch gegangen. Okay, also das war bloß ein Spruch. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Ja, klingt nach einem richtig bescheuerten Wahlspruch. Es ist schon ein paar Jahre. Annahmen sind gefährlich. Danke für Ihre Zeit. Tut mir leid, habe ich jetzt ausgenommen dasselbe gemacht. Das Rekruten ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1 bis 1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Es trifft mit der Gewalt einer 38 Kilotonnen Bombe auf. Das ist dreimal so viel, wie auf Hiroshima abgeworfen wurde. Damals auf der Erde. Das bedeutet, Sir Isaac Newton ist der tödlichste Bastard im ganzen Weltraum. Also. Sieht aus, als hätten Sie die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, sie wären... tot. Das höre ich überall. Geht mir tierisch auf die Nerven. Mit wem kann ich darüber sprechen? Unser Stationskommander ist direkt hinter den Scannern. Raus und dann rechts. Er kann Ihre IDs wieder aktivieren. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie nur fragen. Ich weiß, Sir. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt, cool. Sie davor haben, gemeldet zu werden. Ja, also dann rechts hat er gemeint. Nein, Sir. Ich werde schon damit fertig. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Befürchten Sie nicht, dass ich ein Schwindler bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Es soll alles so bleiben. Anonymität ist bei meiner aktuellen Mission sehr hilfreich. Natürlich. Sie sind ein verdammter Held. Wir müssen uns ja wohl keine Sorgen darum machen, dass Sie Waffen schmuggeln oder sowas. Ich gebe lediglich eine Blockierung ins System ein. Offiziell existieren Sie noch immer nicht, aber an den Sicherheitskontrollpunkten werden Sie trotzdem nicht aufgehalten. Sie sollten trotzdem mal rauf ins Präsidium gehen. Der Rat wäre bestimmt daran interessiert, dass einer seiner verschollenen Spectres noch am Leben ist. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen der Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst... Kriegst du's auch. Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Wie sind Sie dazu gekommen, auf der Citadel zu arbeiten? Ich war früher mal bei der Allianz, aber die ständige Reiserei hat mich fast umgebracht. Das ist ein beschissenes Leben, wenn man versucht, parallel dazu eine Familie zu haben und dann seine Kinder nur einmal alle 6 Monate sieht. Ich bin zu C-Sicherheit gegangen, um ortsfest bleiben zu können. Um Wurzeln zu schlagen.
Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Oh, ein Cocktail oder sowas vielleicht noch. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Gut, wir sind anscheinend schon... Guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf der Citadel. Also für so billigen Touristenmüll sind Ihre Preise ganz schön gesalzen. Es tut mir leid, dass Sie das so sehen. Es gibt viele Geschäfte auf der Citadel. Vielleicht trifft ein anderes eher Ihre Preisvorstellungen. Soll das heißen, ich kann es mir nicht leisten? Dass ich nicht so wohlhabend bin wie Sie, gibt Ihnen nicht das Recht, mich von oben herab zu behandeln. Was? Nein, ich... Hey, alle mal herhören! Dieses Geschäft diskriminiert die Armen! Was soll denn der Scheiß? Bitte beruhigen Sie sich. Als Entschuldigung biete ich Ihnen meinen Angestelltenrabatt an. Ist das akzeptabel? Gut, also schön. Aber meine Gefühle haben Sie trotzdem verletzt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Einkauf. Was war denn das für bescheuerten Schmalen? Ein Weltraumhamster, ey! Gerade mal 8000 Credits für so ein kleines Viech. Oh, ich will den haben! Na, ich habe ihn wirklich gekauft. Wuhu, neue Videos, sagt Anakin. Hallo Anakin. Du hast dich somit selbst in einem Video von mir verfrachtet. Skaldfische von Ilium. Nom, nom, nom. Ja, für den Hamster. Haben wir bloß 400 gekostet. Tessianische Sonnenfische, auch bloß 400. Ein kann alles kaufen. Modell Normandy SE1. Das ist unser Schiff, auch so billig. Einkaufen. Destiny Scansion, einkaufen. Und die Sovereign. Einkaufen, alles kaufen. Das war's hier schon wieder, oder was? Willkommen zurück. Diese Geschäfte gehören doch der Citadel, oder? Das ist richtig. Die Souvenirläden der Citadel gehören dem Rat. Die erzielten Gewinne dienen dem Erhalt der Station. Wir führen eine Auswahl von Dekorationsstücken zur Verschönerung Ihres privaten Quartiers. Geil. Geil. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem, Bürger. Lass mich doch mal aussprechen. Bürger? Haben wir eine Karte? Ah, sehr schön. Rapid Transit, Rapid Transit, Rapid Transit. Überall Rapid Transits, Rapid Transits. Die sind wirklich überall. Com-Terminal. Oh, Rodarm-Expeditionen. Citadel Souvenirs, da bin ich jetzt. Wenn ich hier weitergehe, komme ich zu den Expeditionen. Die Darkstar Lounge. Ja. Habe ich auch irgendwie so einen Missionslog oder so? Irgendwie komme ich da gar nicht drauf. Habe ich denn hier irgendwie so einen Missionslog? Tagebuch? Missionen, Citadel. Der Rat. Gut, dass wir zum Rat ist, ist klar. Die Kollektoren aufhalten. Da haben wir aber nicht zur Citadel. Ansonsten, okay. Also einfach nur den Rat aufsuchen. Wo ist denn der Rat? Ich nehme mal ganz schwer an, dass ich da zum Rapid Transit soll. Ich will aber noch so ein Geschäft hier noch anschauen. Wenn wir doch schon mal hier sind. Können wir auch ein bisschen shoppen gehen? Wo auch immer ich gerade hinlaufe. Ja, da kommen unsere Einkäufe nochmal rechts hoch. Da haben wir Werbung. Mensch. Sehr gut. So wie ich das sehe, verkaufen Sie Jagdausrüstung. Ich wäre daran interessiert. Wozu brauchen Menschenplünderer Schusswaffen? Die schlagen doch nur zu, wenn ihre Beute sich nicht mehr wehren kann. Wie damals, als die Citadel von Geth angegriffen wurde und die Iren den Rat getötet haben. Soweit ich mich erinnere, sollte ihre Flotte den Rat beschützen, aber die Sovereign ist einfach hindurchgepflügt. Schade, dass ihre Admirale uns nicht früher um Hilfe gebeten haben. Wenigstens sind wir ja jetzt hier, um sie zu beschützen. Was meinen Sie damit? Ich meine damit, dass Sie mir helfen werden, indem Sie diese Waffen zum Selbstkostenpreis verkaufen, weil Sie genau wissen, dass die Menschen die beste Verteidigung sind, die dieser Ort im Moment hat. Na schön. Wie Sie wollen. Kaufen Sie was und dann raus hier. War mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Fahren Sie zum Teufel. Ach, den habe ich. Das ist ein guter Freund von mir. Was haben wir denn? Präzisionsgewehr Schaden. Oh, das kostet einen guten Ticken. Hätte aber 10% mehr Schaden auf unser Sniper. Schwere Pistole, Maschinenpistole, da möchte ich eigentlich schon ein bisschen mehr. Nebenhand-Munitionspack. Reserve-Munition, okay, die nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich habe immer Probleme mit der Munition. Und die Aegis-Weste.
Erhöht Gesundheit um 5%. Okay, die kostet nicht wirklich viel, die nehme ich mal mit. Da können wir uns mal schick ankleiden. Ah, ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll oder nicht. Das ist ja doch ein ganz schöner Batzen, Girl. Ich nehme es mit. Das ist wertvoll. Das ist wertvoll. So, haben wir noch was? Nee, ich... Was meinst du? Ach, fuck. Eine Schrotflinte vielleicht? Mir gefällt das Sturmgewehr. Ein Dauerfeuer. Was haben wir denn hier? Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie. Aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Geil. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Wo sind wir denn gerade eigentlich? Wir haben hier in der Nähe... Tja, was haben wir hier in der Nähe? Da waren wir drin. Hörst noch die Darkstar Lounge. Dann drehe ich mich aber um und gehe mal zum Rapid Transit. Botschaft der Menschen, da müssen wir wahrscheinlich hingehen. Das sind wir, glaube ich, gerade. Okay, also gehen wir mal zum Präsidium.